Aber will er uns wegziehen eigentlich? Ja, er will uns pullen. Ja, das ist vielleicht... Bin auf dem Rückweg. Ja, wir fliegen zurück zur Station. Godplane ist wieder da. Perfekt, danke. Pitcher kommt rein. Ich glaube, es ist ein Ablenkungsmanöver. Lass mal zurück zur Station, bitte. Feuer, bist du gerade ins hintere Deck gegangen? Kontakt! Kontakt! Ich hab's hier! Red hier! Ja. Ich hab einen! Du bist ganz schön oben! Splash! Ja, ich seh's gerade. Ist er down? Sawyer, bist du das hier? Ich bin hier vorne. An der Schleuse. Achso, ich hab ihn umgangen. Ich bin jetzt auch an der Schleuse. Und lass dich reparieren, ja? Ja, Mann. Vorsicht, ich komm jetzt hier raus. Ich bin am Ende 5 bis 6. An der Schleuse im Vorraum. Schleuse ist zu. Sie bitte, Achtung, ich komme von der Seite. Ja, das bin ich. Ich bin hinter dir, Westen. Gut. Schleuse ist sicher. Oh, den habe ich hinten auch gesehen, sorry. Ich hab den von der anderen Seite angeknallt. Ja. Alles klar, ich gehe wieder auf Position. Ja, ich auch. Okay, jetzt fokussieren Sie sich auf mich, glaube ich. Rettier, bist du weg? Ja, bin da 0-2. Nadosch, gut. Wir versuchen mal Rodblane hier wegzutreiben, ja? Vielleicht schaffen wir das. Dragonair kommt auch wieder gerade. Kann man diese dämlichen Dinger ja nicht schließen? Man kann die Türen auch nicht zumachen. Das ist natürlich blöd. Ja, man kann kommt die Türen bestimmt nicht zumachen, noch. Hier so. Drin haben wir... Rettier, bist du raus? Nee, ich bin beim Reparieren, aber Drago ist hier. Dann hau ab. Ich bin wieder oben auf Position. Ja, also ich guck mal gerade. Ah ja, Dosa, du bist auch da. Dann gehe ich wieder Mitte. So. Gut, bin wieder auf Position. Ja, sorry. Ich bin leicht verwundet. Ich verarzte mich mal gerade. Ich gehe in Crewspeed. Aussie, wir ziehen uns zurück bitte, Aussie. Ja? Wir sind hier in der Minderheit. Ich hab gerade gestorben. Ja, ich geruch. Und zwar ordentlich. Aussie, bist du noch da? Ja, ich bin noch da. Wir springen mal weg bitte, ja? Jeder woanders hin. Wir trennen uns mal. Copy. 556, komm mal Ray. Okay, ich bin 151. Cry Astro. Komm Quad. End Quad. Jetzt haben wir keinen Eis outside mehr. Das heißt, wir müssen uns darauf verlassen, dass Nadosch die Schleusen sieht. Mir fallen die Antriebe aus. Ich spring mal zu Cry Astro 262 weiter und lass mich da reparieren. Ja, copy. Ich muss ebenfalls reparieren. Ein Schiff draus. Das klang auf jeden Fall nach einer misslückten Landung. Oder sowas, ja. Nein, die schießen auf die Schiffe auf die Plattform. Yeah. Mhm. Sie haben können auch sein, dass sie haben die Cutlass zerschossen, Leute. Oh, meine Cutlass ist verschwunden. Ja, haben wir auf jeden Fall einen Grund, uns hier durchzusetzen. Ich hab alles im Blick. Ansonsten stellt ihr einen raus im EVA. Nee, ich hab's im Blick. Ich glaube, da macht er an den Schleusen mehr Sinn. Als so die eine Motte, die halt um die Station rumfliegt. Und so, ja, ich hab einen gesehen. Wo ist er? Weiß ich nicht. Ja, aber der kann dir sagen. Er war gerade noch da. Wenn er sieht, dass einer landet, kann er dir sagen, wie viele es sind. Wie viel sind wir denn jetzt hier noch? So, ich spring mal zwecks Aufklärung wieder rein. Aktuell 4 Westen. Aber verhalte dich bitte defensiv, ja? Ja, copy. Hab hier die Ghost, die tarnt mich. So, Red Zone, ein Kontakt. Freelancer, Math Pearson. Landet gerade. Ich bin am Reparieren, ja. Bei weitere gelandete Kontakte, 2 Sabers, Landing Pad 8, 6 und Freelancer setzt auf 1. Okay, das heißt, die kommen jetzt von allen Seiten, das wird ein Spaß. 8 ist zu eurer linken, Wester Mendoza. 1 ist zu eurer rechten. Ja. And this is gonna be fun. Dazu muss man allerdings sagen, dass ich glaube, ein Großteil der Leute, die landet, sind Chormitglieder, ja? Also das heißt, es sind wirklich Leute, die wir jetzt hier quasi angeheuert haben, sozusagen, um jetzt hier mal ein bisschen stumm zu machen. Aber trotzdem, umso besser. Kleine Exercise hier. Ja, damit mal was passiert hier in dem Let's Play. Momentan ist ja mehr ein Let's Sit and Wait. Ja, die Fighter hatten schon ein bisschen Action. Ja, kurz. Eine kurze Bekanntschaft mit Projektilwaffen. Und dann sind die getürmt. Irgendwas ist wieder zerstört worden. Ja, irgendwas explodiert. Kofeld ist noch hier.
Der unterstützt uns, glaube ich. Abgeschlossen. Der Contract ist abgeschlossen. Nadosh, kannst du ihn annehmen? Nee. Ich glaube, Dosa, dann kannst du ihn annehmen. Ich das Gefühl. Gut, okay. Bin auf dem Weg. Ich bin oben auf der Galerie, ja? Ja, Pitcher. Ja, Pitcher ist bei euch noch drin, glaube ich. Pitcher ist hier? Ja. Ja, ist gelandet. In der Cutlass. Ne, ist nicht gelandet, aber er landet gerade. Er landet gerade, ja. Beeil dich, dass du den Contract schnell aufnimmst, denn wenn der reinkommt und der hier das versucht, dann kriegst du dafür Geld, Dose. Okay. Sind zwar nur 250, aber immerhin. Das ja, hier los ist wieder da, OC. Hinter mir, bei mir durch. Copy. Achtung, beweg dich, beweg dich, beweg dich. Vorsicht, ich bin hier. Ja, Kontakt angenommen. Bin geflaggt, Vorsicht. Und Vorsicht, er ist wirklich gut mit seiner Vanguard, ja? Ja, copy. Boah, wird hier draußen rumgeballert. Ich bin wieder auf Position, jedenfalls. Ja, ich auch. Das ist irgendwie, ich weiß nicht, ich krieg jedes Mal so ein bisschen Angst, wenn ich als kleiner Mann da in dieser Station drin sitze und Perf und raus diese fetten Knarren einfach nur rumballern. Ja, ist auch creepy. Da muss ich immer noch mal an die eine Folge vom Volk. Ich hör Schüsse in. Denken. So, Splash, sehr gut, right here. Seltsam, dass der Kofet, der fliegt hier rum, der scheint aber nicht feindlich zu sein bei uns. Codex ist mich hat er angegriffen. Hä? Er hat auf mich jedenfalls, hat mich jedenfalls beschossen und okay, dann Raptor abfangen. Oh, der ist bei 53 Jahren drin, glaube ich, ja, so wie es aussieht. Na, lass es nicht hinterherziehen, bitte, das wäre ein Fehler. Oh je. Check. Warum kam der rein? Ich habe nichts gesehen, plötzlich hatten wir Feindkontakt im Haus. Ja, das ist eine gute Frage. Hä, aber hattest du ihn nicht gemeldet? Also einen habe ich gemeldet, aber jemand hat... Ja, das war immer noch derselbe. Rob Lane ist wieder da. Das war derselbe, glaube ich. Ja. Ja, das war derselbe, das hat nur so lange gedauert. Dann konzentrieren wir uns auf ihn. Okay. Wer ist denn? Ja. Und Dosa, wenn wir das nächste Mal von Nadosh den Alarm kriegen, dann, Westen, bleibst du auf Position in der Mitte und Dosa und ich gehen zu der jeweiligen Luftschleuse und versuchen den abzufangen. Ja. Check. Pitcher hebt ab. War der ab drin? Weiß es scheint nicht. Achtung, wir haben Besuch oben und unten links. Check, ich gehe oben. Check. So, erstmal entspannen wieder. Es ist für mich erstmal vorbei, der Stress beginnt bei euch. 1 bis 8, ja. Red hier ist also ich, da. Okay. Ich bin wieder auf Deck 2. Alles klar, ich hätte jetzt dich beinahe abgeknallt, mein Lieber. Hättest auch ansagen können, dass du oben reingehst. Achtung, zeig den Luftschleuse. Ja, ich sehe es unten. Unten links oder unten wo ist es? Ja. Für Schüsse. Ja, ziemlich so. Scheiße, er hat mich erwischt, bin down. Wo bist denn du gewesen? Deck 1, Luftschleuse 5 bis 8. 5 bis 8, scheiße, ist die andere Seite. Da. Okay, Westen, wo Alarmbereitschaft? Ja, hab schon das Ziel. Fernrohr drauf. Er trägt eine mittelschwere Rüstung. Oh, scheiße. Er ist hier. Ich sehe ihn auch. Ich weiß jetzt nicht, ob er tot ist, weil er ist. Ich hab ihn. Ich sehe ihn vor mir. Irgendwie ist bei mir was explodiert. Hat eine Granate geschmissen. Ich hab ihn. Kann nicht. Splash. Gut. Er hat dich mit der Granate gefetzt. Ich bin gestorben. Es gibt keine Granaten. Nein, eigentlich nicht. Aber irgendwas ist bei mir explodiert. Ich bin einfach nur weggeflogen. Hat geknallt und ich bin weggeflogen. Okay. Also es wäre jetzt krass, wenn jetzt Granaten drin wären. Dosa, ist der Contract noch aktiv bei dir eigentlich? Das ja, muss doch mal kommen. Bildschirm war nein, grün. Negativ, ich hab nicht mehr grün. Dann hat sich aber einer rausgelockt. Nee, ist er nicht. Aber ich habe die Mission auch gar nicht mehr. Ja, dann vielleicht abgeschlossen. Dann entferne ich mal kurz mein Level. Ja, mach das schnell. Also auf Level 3 kam jemand Freundliches rein und auf Level 1 jemand Feindliches. Mhm. Pitcher ist wieder im Landeanflug. Ich bin gespannt, was er vorhat. Okay, ich lasse das Hacking laufen. Ich gehe dann so lange wieder raus in mein Schiff und unterstütze. Mhm. Ihr bei Deck 3 durch Luftschleuse, ihr könntet die ja wieder schließen, damit es euch nicht verwirrt. Okay, welche, rechts oder links? Ich glaube rechts. Jetzt ist sie erst auf rechts. Es scheint ja relativ ruhig zu sein. Ich meine, wir könnten auch die Extraction vorbereiten. So, jetzt ist ein Rotpunktvisier drauf. Ich komme wieder zurück. Mhm. Okay, mein Fahndungslevel. Ja, ich würde das jetzt noch einmal machen mit mir, sobald Red hier jetzt wieder frei ist von seinem Status. Ich bin frei. Okay, hat dann nehme ich die Mission jetzt noch einmal an. Wir machen noch einen Durchlauf und dann machen wir Extraction hier. Dann sind nämlich Dosen wieder da. Ship Limit Reach. Check, check. Ist jemand durch Schleuse auf Deck 3 rechts reingekommen?
Ich habe die gerade wieder deaktiviert. Also ich habe sie gerade wieder freigeschaltet. Okay. Nadosch. Dosa, es wäre gut, wenn du ein Schiff mitbringst, was euch halt mitnehmen kann danach, ne? Ja, ich muss gerade übersetzen. Ich kann hier keine Schiffe spawnen gerade. Steht noch eine Freelancer. Die ist aber kaputt. Also ziemlich kaputt. Mit der würde ich nicht springen. Aber benutzbar schon. Meinst du? Ja, ja. Sie kann, man kann aber sie Dosa, du könntest mit der Freelancer kommen, damit wir gleich damit abhauen können nachher. Ja. Dann räumen wir mal hier mal. Warte an, ja. Ich finde die Freelancer mal vernichten, die hier steht, ja, die kaputte. Ja, die Titan. Ey, was ist denn hier los? Die ballern hier auf Port Olisar durch die Gegend, wie die bescheuert. Ich sehe es gerade, ich spring ganz schnell weg. Und wollen wir die Titan wegbringen, zerstören? Ja, können wir eigentlich. Ja, komm. Da gibt es wieder Schiffe bei Port Olisar. Mein Gott, die hält ja gar nichts aus, weil die Schilde waren ja auch aus. Ja, mit Tarantulas auf Hülle hinten. Ist schnell warum? Vorbei. Ist hier immer. Ja. So, Landingpads sind wieder sauber. So. Pitcher steht immer noch hier rum. Ich weiß nicht, was ja, Pitcher. Ich weiß auch nicht. Aber vielleicht wieder zuschauen. Bin wieder da. Raptor ist da. Wir haben Raptor hier in der Cutlass. Müssen wir abfangen, bitte. Okay. Western sehe ich auch. Ja. Ich werde beschossen. Nee, Codex, also Raptor wird beschossen. Der ist gerade gegen eine unsichtbare Mauer gestoßen. Oh, okay. Ich denke, der will Leute absetzen. Wow, ich glaube, der will Leute. Ist sehr schwer beschädigt. Ja. Ich glaube, der wollte Leute absetzen. Ja, ich glaub's auch. Was ist mit Pitcher? Ich glaube, er beobachtet nur einfach. So, der ist weg. Der weg, der vertrieben, ja. So, ich lande jetzt gerade hier. Sawyer, wie sieht's denn bei dir aus? Positiv, ich bin in der Mitte, bewache das Terminal. Also ich bin unten in der Mitte in der Lobby. Ich hab meine Freelancer jetzt, ich komme. Gleich. Tja, ich weiß nicht, Sawyer, sollen wir den Leuten eine Chance geben, reinzukommen? Wollt ihr Action haben oder nicht? Naja, wir hatten jetzt schon zweimal Action. Ich meine, Dosa und Wisdom sind dabei draufgegangen. Von daher ganz entspannt, würde ich sagen, Wisdom. Okay. Wir machen das jetzt so, dass wir jetzt das so lange bewachen, wie meine Mission noch läuft. Dann dürfte bis dahin Dosa lange hier sein. Und dann machen wir die Extraction zusammen. Ebene 3 links. Ja, das kann ich sein. Das kann ich sein. Ebene 1 rechts hinten. Okay, das ist jemand anders. Now it's gonna be. Wir wissen aber nicht, die hätten jetzt auch bei dem Überflug hätten sie Leute abwerfen können. Ich komme von Deck 3 bin ich. Vielleicht haben sie Leute abgesetzt. Also dann ist Deck 1 gefährlich. Ja? Okay, dann bin ich hier, ich bin auf Wachposition. Schau mir mal jetzt hier die Lobby an, warte mal, vielleicht kann ich ja die Fenster reinschauen. Besson, kommst du direkt in die Mitte? Ich muss mich erst hier noch zurechtfinden, aber ja, komme ich direkt. Weil ich, hier gehen schon mal Treppen runter. Deck 2 bin ich jetzt. Ja, ich habe dich, glaube ich, gerade gesehen, die Treppe runter. Ich kann wieder Treppe runter. Okay, ich komme jetzt in die Mitte. Da sind eine Mensa. Ich sehe Leute von außen auch. In der Mensa sind Leute. Check. Ja. Okay, check. Die haben tatsächlich alles klar, wahrscheinlich. Drei Leute, vier Leute. Jawohl, ganz viele sind in der Mensa. Ja. Ihr habt einen richtigen Spot. Codex. Wie ist ein Codex? Gut, acht, okay. Oh, ist doch knapp. Okay, ich danke. Beschuss. Wo? Ich hab ihn nicht orten können. In der Mensa sind die. Die sind unten in der Mensa Lobby, da ist eine ganze Truppe abgesetzt worden. Ja, wundervoll. Da kommt wahrscheinlich noch mehr, glaube ich. Nadosch, schießt du gerade? Ja. Achtung, ich bin ins System gesprungen. Ich sehe hier gar nichts gerade. Nee, die sind hinter uns, Westem. Die sind direkt hinter uns. Oh Gott. Die sind hinter uns. Ich glaube, ihr kriegt noch mehr Leute. Moment, ich guck mal gerade. In die Ecke. Dosa? Ja, bin über dir. Erstmal, guck, dass das Schiff nicht. Links, komm mal wieder zurück. Okay, komm mal wieder zurück zu mir, bitte. Westem, komm mal wieder zurück zu mir, bitte. Ja, bin da. Setz dich mal auf die andere Seite von mir und mach eine Kreuzdeckung. Also, wir machen Cross-Covering. Du guckst nach links von deiner Seite aus und ich gucke nach rechts. Mach ich. Damit dürfte uns eigentlich, weil hinter der Rücken ist eigentlich sicher. Nadosch. Ich höre Schüsse. Report. Sie schießen aus vollem. Okay, Dosa, vielleicht sollst du auch reingehen, ne? Ja. Oh nein. Da kommt noch einer von außen. Ich glaube, der Codex kommt hier raus. Ja, super, ich bin am Ring zerstört. Wie ist das denn? Oh, da oben wird gefeuert. Ebene 2. Sehe ich down, hier oben. Down. Ist gerade. Nadosch ist down. Hol neues, Dosa. Kein Problem. Ist jetzt einfach so. Das war jetzt. So, ja, guck shit. Bitte, mach bitte Cross-Covering. Danke. Ja, mach ich. Ich gucke. Jetzt wird's spannend hier. Ja, Codex geht hier draußen an die Leute. Du bist aber auch ganz schön dicht an der. Wie ist denn was? Ja, sehr vorsichtig. Oh, vorne ist! Oben!
Haben sie dich? Nee, ich schieß zurück. Kann noch nicht sagen, ob er, down ist. Ich hab auf jeden Fall getroffen. Ja, der Avenger ist wieder da. Ich bin direkt hinter dir. Hier, geh mal da raus. Da ist er. Wir haben die Avenger wieder hier. Mitte. Mitte. Mittefenster. Ich hab keine Sicht, negativ. Hier, Frontfenster. Schieße. Ist er ausgestiegen oder ist er noch im Schiff? Oh, ich bin ein bisschen beschädigt. Sorry, ich muss mich hier. Nee, er ist noch. Doch, er ist da drin, okay. Ich weiß nicht, ob ich ihn erwischt habe oben. Es kommen keine Schüsse mehr von oben, von der Galerie. Da oben! Ah, wir kämpfen gerade mit der Avenger. Ich hab mich geheilt. Ja. Check. Oben, links. Ja. Ich zieh ihn mal. Sorry, gib mir bitte. Ja, genau, halt ihn mal. Hab ihn, check. Jetzt hoch. Ist down. Hier hoch. Splash. Ist down. Ist down. Ich habe 250 ja. UEC bekommen dafür. Oh, nice. Ja. Ich muss mich auch healen. Ja. Gibt's hier irgendwo noch Heal-Packages? Ja, oben, erste Etage, wenn du aus dem Kontroll rauskommst, rechts. Ich komme aus der zweiten Ebene rein. Er ist rot. Splash. Splash. Wer kommt zur zweiten Ebene rein? Ich, warte. So, Westum, dann gehen wir zusammen. Ja, ich folge. Okay. Ich habe rechts. Ich hab eine Raketenaufschaltung mit dran, aber ich sehe. Links ist safe. Ich. Okay, Treppe hoch. Ein Bug. Ja. Sich auf Treppe. Ich cover Treppe. Check, ich geh hoch. In der Mensa. Wer safe. Hier. Ja, komm nach. Ja, wir sind jetzt, Red hier, wir sind Deck 2 jetzt. Ja. Langer Gang ist. Hier ist safe. Ja. Treppe ist safe. Ich hab die Treppe, du gehst rechts an mir vorbei. Achtung. Ja, ich geh rechts an dir vorbei. Komm okay. Auf Deck 2. Nee, nicht hoch. Ach, da, rechts an der Treppe vorbei. Ja, rechts an der Treppe vorbei. Entschuldigung. So. Ja. Bin hinter. Und linker ja. Raum. Hat jemand da draußen mit? Ah, ja, sehe ich gerade. Deck mal gerade den Flur. Ich bin im Flur, ja. Red hier ist ja auch. Ja. Okay, hab's verwenden. Also hab's jetzt mal gerade an. Ich verwende es mal gerade. Mhm. Wie viel habt ihr abgeschossen? Wir hatten. Also ich glaube, wir haben zwei. Also ich hab zwei erwischt. Oh, könnten ein, zwei gewesen sein. Ich weiß es nicht so genau. Es müssen noch welche da sein eigentlich. Mhm. Ich glaube, es waren vier drei Leute. Bis vier. Ja, so. Ich glaube, es waren vier, die ich gesehen habe. Hast du einen irgendwie erwischt? Nadosh, hattest du einen erwischt? Ne, ich habe sie nur beschossen. Aber ach, sie, schau doch nochmal in die Mensa rein. Durch die Fenster, ja, ob du was siehst. Ja. Hat's funktioniert, Weste? Also das Ding hat zwar eine Animation gegeben, aber ich habe irgendwie noch keine neuen Spritzen nämlich reinhauen können. Funktioniert jetzt mit Haar nicht? Ich probier's mal. Nee. Macht er nicht, irgendwie. Keine Ahnung warum. Nee, bei mir auch nicht. Okay, müssen wir so Pardon. Durchhalten. So, zurück zum Terminal. Wenn hier wirklich noch welche sind, dann sind sie vielleicht wirklich auf dem Weg dahin. Ja, ich guck mal kurz. Achtung, die Lobby. System. Faller Command, bitte nicht schießen. Die Lobby ist keiner. Verstanden. Wirklich. Gehe runter die Treppe jetzt. Ja. Fühl mich nicht angesprochen. Sieht ziemlich clear aus. Ich steck sie gerade hinter dir. Ich bin unten im Kontrollraum. Ich check die Luftschleusen. Nadosh ist ebenfalls reingesprungen. Genau. Ich bin wieder im. Nadosh ist da. Nadosh, dann zeigel doch also einfach mal um die Station rumfliegen, um die Sensorreichweite von uns zu erhöhen. Ich weiß, ich sehe dich. Ich sehe deine Kennung. Gut. Okay, im Moment keine Kontakte in der Mensa. Danke. So. Das soll ja. Schade, dass es kein virtuelles High Five gab für diese coole Aktion da oben. Auf jeden Fall war sehr Maverick geil. Maverick ist bei euch, ne? Das wisst ihr aber schon, oder? Wer? Was wir? Bitte? Maverick? Math Pearson ist auf jeden Fall. Mission completed. So, Dosa, jetzt brauchen wir nur noch dich. Oh, Math Pearson ist im Kontrollraum. Hier schießt jemand. Im Kontrollraum. Ja, bitte. Sehe ich gerade. Ich dachte, Red, hier, du bist da oben und kontrollierst die Schleusen. Scheiße, das war ein Missverständnis. Oh shit. Seid ihr noch am Leben alle oder nicht? Ja, wir sind noch am Leben. Wir brauchen jetzt nur. Okay, danke. Wir brauchen jetzt nur die Extraction. Das ist hier ein. Dosa, wo bist du denn jetzt? Ich bin draußen an der. Oh, an der. Freelancer. Hast du die Freelancer mitgebracht, Dosa? Die war weg, ich hab ne Constellation. Okay, auch gut. Ja, egal, wir müssen hier also noch raus. Wer ist das hier? Dann vorne zu 1, ich bin das. Red hier, beste. Okay, Red hier, du am besten sofort deine Saber rein, ja? Dann okay, Dosa, kommuniziere bitte, sag, wo du bist. Ja, ich versuche gerade die Plattform zu lesen. Plattform 1. Check. Passt denn auf die große? Vorne oder hinten? Okay, Plattform 1, keine Ahnung, hier steht eine 1. Ja, zwei hinten hinter dir. Okay. Xylose ist wieder da. Wie löse ich noch mal den Automaten- Achtung! Aus? Der ist sogar an. Xylose ist auf dem Anmarsch. Du musst das Ding, du musst die alles du musst klar, das Ziel mit der Freelancer.
Check. Ich bin an der Schleuse. Red hier, bist hinter dir, Sawyer. Automatische Landung initiiert. Red hier, bist du da? Ich bin auf dem Weg zu Sawyer. Brich die Landung ab, brich die Landung ab. Die Fühler ist direkt hinter dir. Brich die Landung ab. Das wie, wo soll ich denn jetzt hin? Weg. Egal, oh, da kamen Raketen. Ja, die sind aber eingeschlagen im Regendose, du hast Glück. Wenn ihr euch richtig beeilt, dann könnt ihr das versuchen. Okay, cyclen gerade die Schleuse. Wir cyclen gerade, wir sind gleich draußen. Ja, super. Ich steige ins Saber ein, ich kann den gleich okay. Da sind die Jungs, da ist Leute. Die Xylose ist weg. Leute, da sind Leute abgesprungen, glaube ich. Die Luke war offen hinten. Das ist egal, wir müssen jetzt nur noch weg, wir haben alles. Wir müssen jetzt nur noch raus. Red, hier bist du in der Saber? Ja. Check. Gut, dann los. Scheiß die Schleuse auf. Mach auf, du. Los, komm, wenn wir jetzt hier wegkommen, haben wir es echt geschafft, Sawyer. Ja, darum. Okay. Bin drauf. Ja. Rein! Rein! So, wir fahren Saber hoch. Ist mir echt zu dicht gerade. Wir fahren ich hoch, Dozer. Du kannst fahren rein. Dozer. Du kannst los. Okay. In den oberen Turm. Okay, ich setze rückwärts raus. Ganz vorsichtig, kein Scheiß jetzt. Oh, ich hänge fest. Ich geh jetzt neben ey, sag mal, nach oben. Was machst du denn da? Mit Space, ein bisschen nach oben. Und wenn hier verschwindet am besten mal. Ja, wirklich, weg da. Ich bin, Dozer, weg da. Du, ich bin hier gerade volles Brot auf Adrenalin, Mann. Oh, langsam, Dozer, langsam. Oh, wir sind frei, glaube ich. Frei, ja, ich habe ja rückwärts geschaut. Ich habe gesehen, dass da nichts mehr ist. Okay, so. Escort ist da. Danke. Okay, so, ich nehme jetzt alles, was nicht angebunden ist. Cry Astro 042, ab dafür. Weg hier. Kontakt, RC. Ja. Auf geht's. 042. Und Sprung. Und. So, jetzt noch ordentlich landen auf Port Olisar. Das soll wohl ein Witz sein. Ja. Ich und ordentlich landen in der Constellation, das habe ich noch nie gemacht. Soll ich an Bord kommen? Boah, Dozer, ich bin halt 300 Meter hinter dir rausgekommen, ne? Ja, spitze. Boah, Alter. Okay. So, nee, wo sind wir jetzt hier? Da ist das Security Post. Andere Richtung. Und das da ist Problem. Immer Richtung Crusader schauen. Ja, ich hab ihn ja. Ist aber obstructed. Muss noch über den Bleibt springen. Der einfach stehen. Die 625. 625, okay. Springst du schon? Ja. Eine Sekunde. Sprung. Ich spring hinterher. Springst du schon? Ja. Gut, da warte ich noch ein bisschen. Und wir sind da. Das ist Vorsicht, das Comrade ist, glaube ich, deaktiviert. Oh, das ist deaktiviert. Ja, hier werden die Piraten kommen. Die erwischen wir doch noch, das schaffen wir doch noch. Naja, klar, ist doch unser Job. Ist doch unser Job, ich bin da. Okay, das ist immer die Hybris, die einen dann das Leben kostet. Aber meinetwegen. Ja, das ist, solange es sein Leben ist, dass es ihn kostet, ist es mir egal. 256, greif ich an. Wow. Assi, du bist gerade gefokust. Ich weiß, ich merk's. Wow. Das sind ganz schön viele Piraten. Das ist eine Menge vom Array, ja. Damit ich reinspringen kann. Was ist denn das für ein Array jetzt hier gerade? 275, weiß das jemand? 625, danke. Okay, alles klar. So, okay, also ich nehme jetzt kurz auf Port Olisar oder sollen Splash. Wir jetzt. Ist immer noch obstructed, das gibt's doch gar nicht. Splash. Splash. Ja, ich glaube, das Fighter Command hat sich auch gleich erledigt. 258. Boah, das spawnen immer neue. Da sind auch ein paar Leute hier. Okay, ich springe jetzt mal über Comrade 126. Bin auf 253. Okay. 252. Hier gelandet. Splash. Und ich bin auch Splash. Ja, gut, du aber. Du bist down? Ja. Echt? Ja, das waren da, das 300er das, zu viel, die mich gerammt haben. Das sind ja Aussichten, ey. Okay, Rosa, Port Olisar. So, Port Olisar. Da ist Port Olisar. Ja, jetzt kann ich auch. Okay. Kurs auf Port Olisar in 3, 2, 1, 0. Das ist doch mal schön, oder, Westen? Die Marines fliegen die Navy nach Hause. Finde ich so. Und dann noch in so einem großen Kahn. Ja, schön. Super. Ja, und einer aus der Navy gibt Feuerschutz im Jäger. So, und jetzt machen wir noch ein Landetutorial, Dozer. Du also, kannst nicht mal! Dozer, soll ich das Ding landen? Nein, hau ab! Gut.
Vielen Dank, Eskorte. Wir fliegen jetzt auch zu Port Olisar. Ich warte dann hier in Olisar auf das versprochene Bier. Oh yeah. Ja, das ist doch ein Wort. Wo seid ihr gelandet, Port Olisar? So wie noch es aussieht, steuert auf Delta zu. Okay. Terminal Delta. Delta. Denk dran, Dosa, landen tut man in Schrittgeschwindigkeit, ne? Nö, landen tut man automatisch, wenn überhaupt. Landen tut man immer. Ja, genau. Irgendwo landet man immer, ne? Okay, Ziel ist eingeloggt. Wenn auch in ganz kleinen Stückchen. Ist aber touchy, die Sau hier, ey. Mann, oh Mann, ist die fickerig. Ho, 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 ho. Ha, ha, ha. Mhm. Oh, ja, ja. Das kann mich an so einige Off-Tags erinnern schon, die böse geendet sind. Okay, Autopilot hat das Rolle übernommen, wir sind safe. Denk dran, Dosa, die Schubrolle auf null runterzufahren, sonst macht es manchmal einen Bug und das wäre sehr schade am Ende. Also Schub null, bitte. Ist komplett auf null. So, ich fliege einfach mal zu euch im IWA und hoffe, ich werde nicht von der Conny getötet. Und wir haben Touchdown! Und Touchdown! Ja, genau. Deshalb meinte ich zu Hause. Nur. So, ja. Sehr gut. Okay, großartig. Was ist aber da wo seid ihr überhaupt? Ach, in den Türmen, alles klar. Nee, ich bin neben dir, Dosa. Ich hab die ganze Zeit neben dir gesessen. Und hab den Stinkefinger gezeigt. Guten Tag, der Zoll. Oh, jetzt. Bitte einmal alle Waffen abgeben. So. Ich wollte sagen, bitte einmal alle Waffen. Was? Abfeuern, in die Luft werfen, ablegen, kaufen. Ja, einmal alle meine Waffen abkaufen. Nee, einmal alle Waffen kaufen. Wirklich alle? Ja. Überall? Wow. Alle, die es gibt. So, ich bin gelandet. Sehr schön. Gut, treffen wir uns in der Lobby, würde ich sagen. Jo. Ja. Attacke. Und Weezen, pass auf, dass du nicht wieder aufs Gesicht fällst. Nein. So, guck mal, wie viel Platz hier auf diesem Bloody Pad ist. Ja, jetzt in dem Moment spawnt eine Starfire und fällt uns auf den Kopf. Oh, ist das geil. Hier die ganze Crash Army. Ja. Er hätte doch wenigstens die Luken wieder schließen können von einem Schiff, oder? Wie schön Sawyer. Halt die Backen, bei dir gehen die automatisch zu. Ich T-Pose. Ja, das ist wie Klettverschluss am Schuh. Weiter Kommand tragen wir nur einen Klettverschluss. Oh, wer hat denn gleich die Tür zugemacht? Da kommt doch noch mit. Das muss so RC gewesen sein. Ich konnte gar nicht drücken, so schnell war die zu. Ich bin der Einzige, der jetzt hier draußen war. Danke. Also. Wollen wir uns noch mal schön aufstellen mit den Uniformen? Das passt so schön. Wir sind jetzt hier auf der Sonnenseite, ne? An den großen Panoramafenstern. Zwischen Guaranteed Defense und Live Fire Weapons. So, stehen wir hier. Ach, guck mal hier, so ein schöner Stehkreis haben wir hier. Mhm. Gibt es noch einen Redeball? Genau. Mann, ey, CIG hat es echt gut gemeint mit uns, ne? Also, sieht schon schick aus mit den Anzügen. Ja, finde ich auch super nett, dass sie Crash auf Crash nur für uns. Genau. Absolut. Schön. Finde ich auch auf jeden Fall sehr, sehr geil. Mensch, Leute, das war ja mal ein richtiger Fun gerade. Also muss ich mal echt sagen. Das hat richtig Spaß gebracht, finde ich. Ja, bis auf die Teile. Ich habe keinen erschossen, aber dafür habe ich die Jungs nach Hause geflogen. Unverhofft und oft. So ist es. Cool, herzlichen Dank. Ja, das war auf jeden Fall cooles Abenteuer. Und wir werden jetzt mal gucken, wie wir noch weiter im Verse ein bisschen für Ruhe und Sicherheit sorgen können. Das klingt so spießig. Aber es hat Spaß gemacht, muss ich sagen. Also, das war echt cool. Für Ruhe und Sicherheit. Wir sorgen jetzt für Sicherheit in der G-Log-Bahn. Genau. Ja, das machen wir jetzt. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt bei unserem neuen Let's Play-Abenteuer hier. Wir bleiben natürlich für euch am Ball und wir freuen uns, wenn ihr auch am Ball bleibt, indem ihr uns zum Beispiel ein Abo schenkt für den Crash Academy Channel. Und ansonsten liked oder disliked die Episode, je nachdem, wie sie euch gefallen hat. Lasst uns einen Comment da, wenn ihr was loswerden wollt. Und ansonsten würden wir uns sehr, sehr freuen, wenn ihr auch mal auf unsere Patreon-Seite guckt und uns vielleicht da unterstützt. Und jetzt versuchen wir es hier alle im Gesprächskreis zusammen und verabschieden uns mit einem 3, 2, 1 und See you on the flight deck! Der Ficker war doch am Ende jetzt von Dosa. Ja. Nein, hab ich genau gesehen. Ich hab keinen Ficker gezeigt. Jetzt habe ich einen Ficker gezeigt. Der ist nur für dich. Der ist nur für dich. Nur für dich. Tatsächlich war der Ficker übrigens von RC, aber das macht er nicht. Was? Ja. Oh.